Moin. Jo, das soll mal ein kurzer Ersteindruck zum recht neuen, frischen Manly Wasp werden. Das hatte ich vor einigen Wochen noch gar nicht auf dem Schirm. Da wurde mir vom Subscriber der Hinweis auf dieses Modell gegeben. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und in der Facebook-Gruppe habe ich mal kurz so ein Feedback eingeholt zu dem Teil, weil mir das wirklich gut gefallen hat. Dieses hier, also hier seht ihr es schon. Ich habe mich für die Version mit orangefarbenen G10-Griffen entschieden. Und ja, ich würde sagen, mattschwarz, also geschwärzten, haben wir hier Achshülse, geschwärzte Achsschraube, Manly-Logo, 42A-konform dieses Teil in S90V. Deep Carry Gürtelclip, wunderbar angebracht. Auf der anderen Seite auch wieder mit Abdeckplatte. Sehr, sehr cool. Und in dieser Gruppe waren die Leute dann auch recht angetan von dem Teil, so im Großen und Ganzen. Und ganz spontan habe ich dann über Expedition Company, über den Bastian, haben wir eine Sammelbestellung organisiert. Und Bastian hat uns halt einen guten Preis gemacht. Und das ist auch so nicht teuer. Ich meine, der Preis bei Böker wird mit 65 Euro gelistet. Das ist für ein Messer mit S90 V-Stahl echt geschenkt. Und Bastian ist uns da im Preis nochmal deutlich entgegengekommen. Also das ist echt ein Schnäppchen gewesen. Das Geld legt man dann echt gerne dafür hin. Vielen Dank dafür nochmal, Bastian. Und heute kam das Teil an, in der typischen Manly Pappbox. Darin innenliegend auch noch kleine Werkzeuge, sehr cool. Kleine Inbusschrauber, sehr, sehr gefällig. Und ansonsten halt wieder so ein kleines Zertifikat. CPM S90V aus den USA auf 6061 Rockwell gehärtet. G10 Orange, das Modell Wasp Slip Joint, 17,4 cm ungefähr Gesamtlänge, geschlossen knapp 10 cm, wiegt nur 75 Gramm, kommt mir sogar noch leichter vor. Jo, sehr, sehr cooles Teil. Hier nochmal ein kleiner Größenvergleich zum Victorinox Pharma. Da baut das Wasp ein bisschen dicker, ein bisschen länger auf, aber da kann man sich schon ganz gut ein Bild von machen. Und nochmal ein Vergleich zum Piccolo von Eckhard Schmoll, um mal das orangefarbene G10 so ein bisschen abzugleichen. Das von Eckhard noch ein bisschen knalliger, peppiger, auch von der Struktur anders, hier ganz weich, hier ein bisschen mehr Grip, sieht beides toll aus. Ja, und wir haben hier, glaube ich, 2,7 mm Klingenstärke. Ein sehr, sehr handfüllenden Griff, selbst bei meinen großen Händen passt da die Hand fast komplett rauf. Ich bin ganz, ganz nah an der Schneide. Das habe ich so gehofft und genau so ist es. Wir haben wieder die sehr, sehr, sehr starke Rückenfeder. Leider wieder diese vielen, vielen Stops. Da hätte ich ehrlich gesagt darauf verzichten können, auf diese vielen Stops. Aber auch das war kein Dealbreaker für mich. Der Preis war so verlockend. Wann kriegt man denn schon mal für ungefähr 50 Euro ein so toll gefertigtes Messer aus Bulgarien? Also wirklich optisch cool, 42A-konform, modern, mit Clip und S90V-Stahl. Richtig, richtig nice. Und der Oberburner ist, wir haben Full Flat Grind, einen vollen Flachschliff. Und der läuft hier auf 0,30 mm aus. Absoluter Schneiteufel. Sehr, sehr geiles Teil. Sehr, sehr geiles Teil. Wollte ich euch nochmal kurz zeigen. Wird natürlich jetzt im Laufe der Monate getestet und irgendwann kommt da nochmal ein Update. Ich freue mich sehr, dass ich mich für die orangefarbene Version entschieden habe. Gibt es natürlich noch in G10 Schwarz und ich glaube in Digi-Camo. Und Schwarz war eindeutig die bevorzugte Wahl der meisten Leute und Digi-Camo. Orange war so am wenigsten begehrt. Ich bereue das keine Sekunde. Sieht sehr, sehr cool aus. Alles klar, das war's dann auch schon. Manly Wasp. Schreibt mal rein, wie euch das Teil gefällt. Und dann verbleibe ich wie immer mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.